Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch einfach mal einen Look schminken mit Produkten, die in meinem Schminkkörbchen sind. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, also ich verwende dann meistens Produkte, die in meiner Schublade hier drin sind, um mich einfach fertig zu machen. Das sind meistens Produkte halt aus meinem Project Pen. Da habe ich zum Beispiel hier zum Prime in die Revolution Pro Miracle Cream, ne? Und wenn ihr möchtet, kann ich euch im E-Mail mein Project Hupsala verlinken. Nein, mein Project Pen, das hat die liebe Melli vom Kanal Mello Floria gestartet. Und genau, da zeigen wir halt jeden Monat, was wir so an Produkten leer gemacht haben. Da haben wir immer so 10 Produkte in unserem Projekt jeweils ungefähr mit drin. Manche haben ein bisschen mehr, aber sagen mindestens 10 wollen sie halt immer in ihrem Schminkkit dann drin haben. Ne? Ja, genau, da mache ich halt auch kleine Fortschritte, aber ich mache Fortschritte und das verwende ich jetzt einfach mal. Manche Produkte habe ich von Kooperationspartnern, zum Beispiel die Revolution Pro Cream kriegt ihr bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt halt immer maximal sparen könnt. Ne? Ich verlinke euch auch alle Produkte mal in der Infobox. Was ich halt immer so mache, ist, dass ich dann so ab und an Produkte mit reinbaue, die dann quasi getestet werden. Also entweder die ich dann halt nochmal austeste, weil ich sie schon mal verwendet habe und nicht so mega fand, oder es sind halt Sachen, die ich ganz neu habe, wo ich dann irgendwie ein Reel oder so zu drehe oder ein Short, ne? Und genau, das ist dann halt immer so meine Routine, die so drumherum läuft. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich schmeiße die Kamera jetzt einfach mal an und nehme euch mit dabei. Dann habe ich hier von Fenty Beauty diese Stick Foundation in der Farbe 1 East Drop ist das. Und ja, also die ist halt für die Kamera super. Aber fürs reale Leben finde ich persönlich sie ein bisschen zu trocken. Das heißt, ja, auch wenn ich jetzt so Adventskalender-Unboxings mache und so, kommt ihr mir ja nicht allzu nah. Dann sieht man ja nicht, wie die dann hundertprozentig auf der Haut sitzt. Ich finde sie halt leider nur okay und das ist halt für den Preis nicht ganz so okay. Als Pinsel nehme ich immer welche, also ich habe meine Pinsel so ein bisschen nach Marken sortiert und in so kleinen Behältern aufbewahrt, ne? Und dann nehme ich halt immer wieder einen neuen Behälter, um halt auch mal wieder, ja, die Pinsel auszuprobieren. Also ich teste mich immer wieder und immer wieder durch meine Kollektion, durch meine verschiedenen Sachen durch, um dann auch natürlich in den ganzen Flop-Videos und so euch eine entsprechende Review geben zu können. Ja, die Foundation sieht im Gesicht erstmal relativ hell aus, aber wenn man das dann in Relation zum Hals sieht, läuft das. Die arbeite ich mir dann immer zuallererst relativ grob mit dem Pinsel erstmal ein, weil durch den reichhaltigen Primer, den ich ja drunter habe, trocknet das Ganze jetzt nicht zu schnell zu krass an. Das heißt, ich kann das nachher alles zusammen verblenden, wenn ich dann halt auch meine ganzen anderen cremigen Texturen aufgetragen habe und gehe dann nochmal mit dem Beauty-Schwämmchen Beauty-Eye drüber. Heißt, jetzt verwende ich erstmal einen Concealer. Das ist der Regeneration von Nabla. Ich habe den in Light Ivory und immer in diesem Moment muss ich mein Handtuch hier verwenden, meine Hände so dermaßen schmierig sind, dass ich den nicht aufkriege. Und auch der ist in meinem Project Pen mit dabei. Den kriegt ihr bei Purish und könnt mit Claudis Welt 10% drauf sparen. Ich persönlich finde zwar den Concealer, also das Produkt, was hier drin ist, richtig gut, aber ich finde diese Umverpackung total blöd, weil man merkt es ja, ich habe sie schlecht aufbekommen, ne? Und das hier drin, das wird halt irgendwann i. Das heißt, man sollte den auch wirklich dann permanent verwenden. Ansonsten hat man da nicht so lange Freude dran. Das finde ich ein bisschen schade für den Preis. Das arbeite ich mir aber mit einem angefeuchteten Schwämmchen ein. Das Schwämmchen habe ich angefeuchtet hier mit diesem Beauty Blender Boost 4-in-1 Setting Spray. Das ist relativ klebrig, weswegen ich das im Gesicht nicht so richtig geil finde. Ne? Also als Setting Spray selber nochmal drüber, weil das ist wie Haarspray. Aber zum Schwämmchen anfeuchten und dann halt zum Einarbeiten, das ist super, weil das da dann wirklich die perfekte Menge abgibt, ohne dass mein Gesicht dann sich zu klebrig anfühlt. Ja, und wenn ich so einen Drehtag habe, brauche ich halt auch ein Make-up, was richtig, richtig haltbar ist. Das heißt, ich verwende dann sowohl cremige als auch pudrige Base-Produkte, ne? Da habe ich hier einmal von Nee, auch aus meinem Project Pen, den Liquid Bronze drin. Ich habe die Farbe B154. Nee bekommt ihr bei Dalton. Und bei Dalton müsste ich auch aktuell den Code BeautyClaudi noch haben, ne? Dass ihr da 20% sparen könnt. Schaut da gerne mal in der Infobox vorbei. Ich habe mir da einfach jetzt einen Pumper auf meinen Handrücken gegeben. Und dann verteile ich das erstmal so mit dem Finger, wo ich das halt hinhaben möchte. Und arbeite mir das dann entweder mit dem Schwämmchen oder mit dem Pinsel ein. Und das lässt sich super schön verblenden. Also ich finde die Farbe großartig. Und es passt bei mir auch ganzjährig vom Farbton her. Ich habe das jetzt auch wirklich schon, ich weiß nicht wie lange schon, in meinem Project Pen mit drin. Also du kommst lange mit dem Produkt aus, weil da 50 Milliliter drin sind. Also da ist der Preis halt wirklich gerechtfertigt. Und ich kann es halt wirklich auch ganzjährig tragen. Ihr seht, ne? Das ist so ein Hauch von. Und das ist, also ich finde es total toll.
toll. Also ich mag das, ne? Wie gesagt, ich verwende es in Kombination mit einem Puderbronzer. Das heißt, da kommt gleich auch noch ein Puderbronzer drüber. Aber so, um die Kontur quasi damit schon mal zu machen und den Rest nehme ich hier mit dem Pinsel von der Hand auf, ist das wirklich eine tolle Geschichte. Die wieder mit ihren Geschichten hier. Ja, es tut mir leid. Ich wollte euch nicht ärgern. Genau, so schaut das dann aus. Und das kannst du halt dann auch theoretisch, wenn du zu tief geblendet hast, ne, ein bisschen korrigieren. Hier mit dem Schwämmchen. Easy peasy, lemon squeezy. Finde ich total großartig. Dann habe ich hier von, ja, wie heißen die denn? Honest Beauty, genau. Diesen Rose Pink Cream Cheek and Lip Contour Blush. Finde die Farbe einfach voll schön. Und der ist jetzt nicht irgendwie im Project Pen drin. Den habe ich jetzt einfach hier immer in Anwendung. Den nehme ich mit dem Pinsel auf und kann den auch direkt aufs Gesicht auftragen, weil der nicht zu krass ist. Und für mich ist es halt ein guter drunter Blush. Genauso wie der Bronzer halt ein guter drunter Bronzer ist für Filmtage quasi. Das ist ein schönes No-Brainer-Produkt, genauso wie eigentlich alles andere auch, ne? Und ja, kannst du nicht zu viel von verwenden eigentlich. Der lässt sich schön auftragen, der trägt nicht die Foundation oder sonst irgendwas ab. Und ich mag die Farbe, die passt zu mir ganz gut, ne? Und deswegen mag ich den. Und ich habe den halt auch richtig gerne in Kombination mit dem Puderblush, den ich gleich verwenden werde, weil die sich sehr, sehr gut ergänzen. Und ich verwende halt sowohl cremige als auch pudrige Produkte dann halt nur hier vor der Kamera. Wenn ich jetzt so rausgehen würde, dann würde ich halt nur die cremigen Produkte zum Beispiel verwenden oder nur die pudrigen Produkte, ne? Brauchst ja nicht alles immer haben. Aber so ist das schon mal eine schöne Sache. Dann habe ich von Kiko den Dolce Diva Highlighter. Das ist ja aus einer Limited Edition einfach einer. Und den trage ich mir hier auch relativ grob auf. Und ja, verteile mir den dann mit dem Pinsel auch wieder. Ihr seht, ne, ich mache das erstmal viel mit dem Pinsel. So verbinden sich ja auch die ganzen verschiedenen Sachen richtig toll in meinem Gesicht, weil ich ja auch immer Reste davon in meinem Pinsel drin habe. Und ja, später gehe ich erst wirklich mit einem Schwämmchen drüber. Oder wenn ich halt merke, ich muss es gar nicht, dann lasse ich es halt auch, ne? So, bevor ich meine Lidschattenbasis auftrage, gehe ich nochmal mit meinem Schwämmchen so um die Augen drumherum und an der Nase. Ist irgendwie einfach Gewohnheit bei mir. Beziehungsweise da, wo ich auch so ein bisschen Concealer schon aufgetragen habe. Und dann nehme ich von MAC in der Farbe Painterly den Paint Pot, ne? Finde ich sehr, sehr schön, aber ich habe mir den jetzt auch hier in mein Tischchen gelegt, einfach weil der wirklich so langsam mal aufgebraucht werden müsste. Der ist schon ewig und 3 Tage alt. Ich möchte jetzt nicht, dass der kippt. Wird er aber wahrscheinlich, weil da ist so viel Produkt drin. Das ist der Wahnsinn. Und eine sehr schöne Lidschattenbasis, die ich halt wirklich ganz gut verwenden kann. Ich kann sie nicht verwenden, wenn meine Augenpartie super sensibel ist, was ich ja manchmal habe, weil die dann halt auch so gerötet und geschwollen ist. Und das wird dann so ein bisschen hiervon auch mit betont. Das geht dann nicht so gut. Aber wenn ich jetzt so ganz normale Schminktage habe oder ne, wenn es mir halt gut geht, so wie heute, dann funktioniert das ganz gut. Ja, mag ich gern. Dann verwende ich ein loses Puder. Da habe ich hier von By Terry das Hyaluronic Tinted Hydra Powder in Rosy Light. Ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Das verwende ich auf jeden Fall dann so. Mache erstmal so brrrt. Kommt dann ein bisschen was in meinen Deckel hier rein. Dann habe ich hier so ein Powderpuff liegen. Das ist jetzt aktuell von Maxim, so ein kleiner. Dann nehme ich das hier auf, arbeite das in meine Handinnenfläche ein und gebe das um meine Augen drumherum. Und an alle Stellen, wo ich denke, da könnte gegebenenfalls irgendwas irgendwo sich bewegen oder irgendwo reinkriechen. Also auf die Falten und so, ne? Ich gebe mir sowas aber halt nicht im ganzen Gesicht auf. Dafür verwende ich dann ein Produkt, was ich jetzt auch in meinem Project Pen drin habe von Laura Mercier. Ist das das Translucent Pressed Setting Powder Ultra Blur. Und das war halt so teuer, da habe ich mir gedacht, ey, das muss ich safe dann auch jetzt komplett aufbrauchen, ansonsten weine ich wahrscheinlich. Und ja, das ist so ein Puder und dafür nehme ich mir dann hier auch so ein, ja, fluffy Pinsel und fluffel damit über mein komplettes Gesicht. Und ich arbeite halt auch oft in vielen Schichten, aber in recht dünnen Schichten, sodass da jetzt nicht irgendwie das zugekleistert Gefühl kommt oder so. Und man sieht eigentlich bei mir auch immer noch so ein bisschen Muttermale durchscheinen, auch ein paar Sommersprossen oder so. Das heißt, mein Gesicht sieht an und für sich relativ natürlich aus. Genau, also dass man da halt nicht dieses Maskenhafte hat. Darauf achte ich halt auch so ein bisschen. Und dass es sich halt auch nicht schwer anfühlt, das mag ich persönlich halt auch nicht so gerne. Auch wenn ich teilweise mit sehr reichhaltigen Geschichten arbeite, wie ja zum Beispiel bei dem Primer, Entschuldigung, schon wieder eine Geschichte erzählt. Ja, genau. So würde ich theoretisch jetzt meine Base auch lassen, wenn ich jetzt einfach so aus dem Haus gehen würde, wenn ich, keine Ahnung, einen Mädelsabend oder was auch immer habe, ne? Da habe ich jetzt einfach schon mal meine Base gemacht. Das Ganze sieht jetzt ja dann einfach schon mal so ein bisschen perfektionierter aus und dann würde ich halt Augenbrauen, Augenlippen, fertig. Aber wenn ich drehe, wird hier sehr viel
mit Licht und Schatten und so gearbeitet und dementsprechend gebe ich mir dann noch ein bisschen mehr auf. Da habe ich zum Beispiel hier aus meinem Project Pen den Guerlain Mini Terracotta Bronzer, das ist dieser hier, den gibt es so glaube ich auch nicht mehr, das ist eine kleine Variante davon, ne? Da bin ich dabei, den aufzubrauchen und dann nehme ich jetzt hier auch wieder den gleichen Pinsel wie eben, bronze damit ein bisschen mein Gesicht, dann seht ihr nämlich auch so ein bisschen mehr davon. Das ist dann halt auch für die Kamera ganz eine schöne Kiste ist das. Und damit kann ich das Gesicht schön aufwärmen. Ich glaube, im Sommer ist es halt wirklich bei mir eher so, dass ich so cremige Produkte lieber trage und im Winter eher pudrige. Weiß ich nicht. Oder also weiß ich nicht. Wobei, also wirklich, ne, jetzt aktuell trage ich halt lieber cremige Sachen, dann, wenn ich nur einen Bronzer, das hört sich auch irgendwie total bekloppt an, trage oder so, ne, dann nehme ich halt eher den Liquid Bronzer. Das verschmilzt halt auch sehr, sehr schön mit meiner Haut und das sieht super schön natürlich aus. Wobei auch dieser Bronzer, wenn ich ihn alleine tragen würde, recht natürlich aussieht. Ihr seht nämlich halt auch, der ist jetzt nicht super doll stark pigmentiert oder so, dass man da jetzt irgendwie krassen Bronzer sehen würde. Aber es ist halt trotzdem so leicht aufgewärmt. Ich finde den schon schön. Hier ist noch irgendwie ein Schatten oder ein Fleck. Den haben wir jetzt hoffentlich weg. Und dann nehme ich einen Blush. Auch den habe ich aktuell in meinem Project Pen. Den gibt es auch nicht mehr. Bei Terry Compact Expert Dual Powder in der Farbe 7 Sun Desire. Das ist so ein kleiner. Richtig süß, ne? Und da war mal irgendwo in einem Adventskalender oder so drin. Und ja, der ist in reger Anwendung. Der hat außen drumherum so eine Seidenmatt-Geschichte und in der Mitte ist es eigentlich ein Schimmerkern. Das sieht man jetzt so nicht mehr so super intensiv. Und der harmoniert halt richtig großartig mit dem Creme-Produkt, was ich jetzt schon drunter habe. Und auch mit dem Bronzer, ne? Oder mit den Bronzern. Und hier kann man eigentlich auch nicht unbedingt überdosieren. Das ist auch eine ganz charmante Sache, finde ich persönlich. Und dennoch hat man wirklich einen schönen, angenehmen Blush-Effekt, was relativ natürlich aussieht. Tatsächlich auch ein bisschen Glow dabei. Ich bin eigentlich kein Fan von Glowy Blushes, aber den hier finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich eigentlich aktuell so, dass ich mich durch meine ganzen Highlighter auch durchteste, um da zu gucken, wie sind die so, sind die noch gut. Aber gleichzeitig halt, habe ich halt auch noch dieses Schätzchen bei mir in meinem Schminktisch drin von Riva Loves Me, die Galaxy Collection von Maxim. Das ist der Skin Enhancer und der ist einfach total super, ne? Also den gebe ich mir auch echt oft komplett übers ganze Gesicht. Jetzt gerade brauche ich das, glaube ich, nicht. Da ist das alles noch shiny, piny genug. Der ist aber auch als Highlighter einfach wundervoll und gibt halt nochmal so einen schönen Glow und schöne natürliche Geschichte. Schon wieder eine Geschichte. Jetzt achte ich selber drauf, ne? Ich sage das echt häufig. Unten drunter habe ich ja noch den Liquid Highlighter und das Ganze verstärkt sich halt gegenseitig auch auf eine sehr harmonische Art und Weise. Und den mag ich gerne. Ich drehe das Video jetzt ein bisschen vor. Ich weiß noch gar nicht, was die neue Kollektion von Maxim mit Riva Loves Me sein wird. Also wenn ihr das Video seht, ist sie schon gelauncht. Mal gucken, ob sie noch gibt. Dann verlinke ich euch natürlich die Kollektion von Rossmann oder schaut in den Rossmännern nach. Da gibt es ja immer mal wieder auch Restocks und so, ne? Jetzt aktuell brauche ich auch von Nabla den Brow Divine in Venus. Auch den gibt es natürlich bei Purish McCloudy 210, ein bisschen günstiger. Ein sehr schöner Augenbrauenstift, der sehr, sehr gut passt. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das ein bisschen mehr Farbe abgeben würde. Also ich muss schon ein bisschen mehr rödeln, um dann halt auch wirklich Farbe auf die Augenbraue zu bekommen. Aber das Ergebnis gefällt mir jedes Mal richtig, richtig gut. Ich übermale dann auch immer so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich versuche es aber nicht zu hart zu machen, ne? Weil das passt irgendwie auch gar nicht so richtig zu mir. Den mag ich auch sehr gerne. Wie gesagt, das Ergebnis gefällt mir immer richtig gut. Ja, jetzt im Sommer ist er ein bisschen weicher als im Winter. Das stimmt tatsächlich. Hier sind es jetzt auch gerade echt 30 Grad im Raum. Dementsprechend ist das okay. Den brauche ich auch aktuell auch. Von Catrice ist das der Super Glue. Der war mal durchsichtig. Jetzt mittlerweile ist er es nicht mehr so ganz, ne? Aber ein sehr, sehr tolles Augenbrauenfixierungsprodukt. Und das streife ich ein bisschen vorher von ab. Und dann bringe ich damit meine Augenbrauen so ein bisschen in Form. Und das tackert auch enorm fest. Nein, das betoniert sogar schon echt fast, ne? Das ist richtig heftig. Aber ich finde es ganz, ganz cool, ne? Ja, mag ich. Ist easy peasy. Und so halten die dann auch wirklich die ganze Zeit. Na, hier vorne vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Mega Empfehlung. Ja, und dann teste ich mich so ein bisschen durch meine Lidschattenpaletten. Da habe ich jetzt aktuell, beziehungsweise teste ich mich nicht. Hier drehe ich gleich noch ein kleines Real Short Kurzfilmchen zu. Deswegen, ne, seht ihr da nicht die Entstehung, sondern hier oben. Und seht dann quasi, ja, also könnt ihr da in Schnelllauf euch mal angucken, wenn ihr möchtet. Ist von Lamora die Purple Heart Palette. Finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, an welche Palette uns die erinnern soll. Und für mich persönlich ist das
eigentlich auch wirklich eine kühle Palette, aber ich glaube, da kann man auch ein bisschen wärmer mit werden. Ich muss mal gucken, was ich damit anstellen kann. Also die Palette kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde den Look sehr, sehr gelungen. Also definitiv ist das sehr schön geworden und das für den Preis, sorry. Also das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Dann habe ich hier einmal von Rare Beauty meinen Eyeliner, den ich in letzter Zeit sehr häufig verwende. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, weil man sollte Eyeliner ja oder generell Produkte am Auge, wenn man sie in Daueranwendung hat, jetzt nicht länger als 2 Monate verwenden. Ne? Das ist so eine kleine Info von meiner Seite. Und ja, hier haben wir dann einmal die Spitze. Das ist so eine Pinselspitze. Ich finde die wirklich großartig. Und den hatte Contra Junkie, die liebe Kati, mal empfohlen. Ja, die sind jetzt auch nur ganz fast ähnlich geworden, aber ich finde, es geht. Geht, ja. Dann habe ich hier noch ein Setting Spray, was ich dann halt quasi nochmal drüber gebe, beziehungsweise, oh, das ist ein Setting Spray, ne? Das Dewy Set von Anastasia Beverly Hills. So ein kleines. Damit lasse ich jetzt quasi meine ganzen Schichten miteinander verschmilzen und ja, erstmal wird ein bisschen gewedelt und dann nehme ich mir mein Schwämmchen. Gehe ganz, ganz vorsichtig drüber. Nicht pressen. Also ich habe wirklich auch nicht mal, dass das Schwämmchen in irgendeiner Art und Weise gebounced wird. Und je nachdem, was ich dann halt gerade so als Kurzvideo zwischendrin drehen möchte, ersetze ich dann halt ein oder zwei oder mehrere Produkte, ne? Dass ich da dann halt was erstellen kann. Aber das ist halt immer so der Grundstock. Sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel jetzt werde ich meine Wimpern erstmal biegen. Das mache ich ja immer, ne? Gerade wenn die noch so ein ganz kleines bisschen feucht sind, ist das wirklich richtig cool. Also die biegen sich dann halt enorm toll nach oben. Da habe ich ja meine heißgeliebte Catrice Wimpernzange, die ich ja auch schon nachgekauft habe. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert, definitiv. Ja, und dann ist quasi das nächste, was ich dann drehe, jetzt gleich zwischendurch, so ein kleiner Mascara-Battle. Da habe ich ja immer die ganz neue von Riva Loves Me Mighty Volume Black Mascara. Das ist die. Und die tritt an gegen eine super beliebte auch von dem alten Sortiment, ne? Die Make Them Jealous, das ist die. Und die werde ich jetzt auf meinen Wimpern auftragen. Kurz Videos in der hier verlinkt. Ne? Ja, die haben beide Leistung gezeigt. Anders kann man es echt nicht sagen. Richtig, richtig schön. Aber ich glaube, ich bin wirklich noch bei der alten Variante. Die mag ich ein ganz kleines bisschen lieber. Und hier sind wir auch wieder bei meinem komischen Gedönsen. In Kombination sind die wahrscheinlich der Wahnsinn. Genau, das ist halt echt das Ding. Und die hier braucht wirklich relativ lange, um zu trocknen. Ich spüre jetzt noch, dass sie gerne noch weiter trocknen möchte auf meinen Wimpern. Das ist echt hardcore. Während die hier wirklich schon so schnell getrocknet ist, dass es fast schon schwer gefallen ist, sie zu schichten. Ne? Also beide wundervoll. Und ja, so aus der Entfernung, das ist jetzt nicht den ultimativen Unterschied oder so. Ne? Muss man dann einfach mal selber entscheiden. Als nächstes mache ich jetzt meine Lippen schick. Dann nehme ich einmal von Charlotte Tilbury den Lip Cheat in der Farbe Pillow Talk. Einfach ein Lip Liner. Mag ich nicht ganz so gerne, deswegen brauche ich ihn noch gerade auf. Der hält irre gut, aber der lässt sich sehr schwer auftragen. Also ich finde den zu hart. Klar, wenn ich jetzt Adventskalender-Unboxings machen würde, also ne, gleich drehe ich noch ein paar andere Videos erst, dann mache ich mir halt einen roten Lip Liner und den roten Lippi drauf. Aber jetzt gerade verwende ich den hier, weil ich noch ein Nicht-Adventskalender-Video vorher drehe. Wobei es eigentlich schon Adventskalender-Video ist, aber ich ziehe mir nicht dafür meine Weihnachtsmütze an. Da erzähle ich einfach, welche Adventskalender ich euch schon bestellt habe, welche ich mir schon bestellt habe, die ich euch dann zeigen werde, ne? So ein kleiner Zwischenstand. So nehme ich, ne? Und dann gebe ich mir darüber auch aus meinem Project Pen den M. Asa Magic Finish Ultimate Lip Gloss in der Farbe Frosty Sweets. Da ist auch nicht mehr so super krass viel drin, aber ja, ich trage den sehr gerne. Man sieht hier unten auch noch ein bisschen. Ich glaube, da muss ich dann fast schon bald den Stopper entfernen, weil ich sonst unten nicht mehr dran komme. Aber noch geht's, dass ich halt so ein bisschen, wenn ich halt komplett zudrehe, komme ich mit der Spitze dran. Ich mag den sehr, sehr gerne. Also das ist ein sehr hübscher Ton, finde ich. Und generell die Lippe, ne, die seht ihr öfters in Videos von mir. Mag ich sehr gern leiden. Genau, was ich jetzt noch mache, ist dann quasi, dass ich mir Schmuck anlege und dann drehe ich das nächste Kurzvideo. Da habe ich jetzt gerade dieses Parfum gefunden. Das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Ich glaube, das könnte eine verlorene Kirsche sein. Habe ich auf jeden Fall gehört. Und ja, 80 Milliliter sind da nämlich drin und ich glaube, das ist so ein schöner Kirschduft. Hm. Mal gucken. Also da ist natürlich jetzt auch kurz meine First Impression hier oben verlinkt. Ihr seht, das ist halt immer so ein bisschen, dass ich gucke, dass ich irgendwie sinnvoll arbeite. Dass ich halt quasi sage, okay, ich habe zwar meine Produkte, die ich auch so in der Routine mit dabei habe, aber so, ne,
manche Sachen integriere ich dann halt und dann mache ich dazu was und dazu was und dann hat man da auch schon mal so ein bisschen Content produziert und so. Das ist immer so der kleine Spagat, den ich so betreibe jeden Tag und macht mir aber Spaß. Beziehungsweise dadurch, dass ich jetzt ja quasi Drehtag habe und dann auch ein paar YouTube-Videos drehe und dann noch ein paar Shorts drehe oder Kurzvideos generell, habe ich dann ja Content für ein paar Tage gedreht, sodass ich da dann quasi heute meinen Drehtag habe, dann habe ich wieder Film, ach Quatsch, ein paar Computerschneidetage, wie auch immer, dann habe ich wieder Drehtage und hin und her und hin und her. In der Adventskalendersaison ist alles eh durcheinander. Dann ist es immer ganz gut, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen was vorproduziert habe oder so, ne? Mal gucken. Ja, genau. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Look. Ich fühle mich richtig wohl heute, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es wirklich warm heute ist und so. Aber ich fühle mich mit dem Look sehr, sehr hübsch einfach, ne? So sieht es aus. Dann räume ich meine Sachen gleich nämlich weg und dann wird hier kurz einmal sauber gemacht. Und dann kommen die neuen Produkte hier auf den Tisch, was auch immer ich dann da so hier so treibe. Oder halt meine Liste, die ich hier geschrieben habe und wo ich euch was von erzählen möchte. So läuft das hier. Ihr Lieben, wie hat es euch gefallen, einfach mal so einen kleinen Einblick zu bekommen in meine No-Brainer-Produkte bzw. meine Schminkkit, in mein Schminkkit, ist das so vielleicht? Ja, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, ob sowas euch interessiert. Allzu häufig kann ich sowas natürlich nicht drehen, weil die Produkte dann auch wirklich immer so bleiben, bis sie dann halt aufgebraucht sind oder bis ich halt einfach mich dran satt ausprobiert habe, um das mal so zu sagen. Ja, habt ihr auch so ein Schminkkit? Was habt ihr bei euch so drin? Das würde mich auch interessieren. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!